Hallo, mein Name ist Nico Sonnabend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bei mir geht es zu 100% um Wildlife-Fotografie und alles, was damit zu tun hat. Willkommen in meinem dritten Fuchsvideo, wie ich zu meinem hoffentlich genialen Jungfuchsbild komme, 2024. Ich kann noch nicht sagen, ob es funktioniert, weil ich habe ja das Video noch nicht gedreht. Ich nehme es ja jetzt erst auf. Da sich einige Beschwerden möchte ich nicht sagen, aber weil einige gesagt haben, dass der Ton unter dem Tarnnetz, wenn ich anliege, bescheiden ist. Ja, das stimmt. Ich kann halt nicht so laut reden. Das ist mein Problem. Denn die Tiere, die es bei mir gibt, die stehen nicht so auf Menschen. Und deswegen, wenn ich da laut rede, damit ihr das ordentlich und deutlich hört, kommt nichts. Aus dem Grund mache ich das heute anders. Ich stehe jetzt auch abseits noch von dem Punkt, wo ich hin will. Ich nehme das Video einfach auf und vertone es nachträglich. Also, wenn der Sound dann anders ist, dann verzeiht es mir bitte. Aber es geht halt nicht anders. Ich nehme nur Making-of-Aufnahmen, mache nur Making-of-Aufnahmen und spreche das dann nachträglich ein. Wie ihr hört, hier fahren auch Autos. Da dieser Fuchsbau oder meine Füchse jetzt doch nicht am Feldweg sind, wie im Video 1, wenn du es noch nicht gesehen habt, dann schaut gerne Video 1 und 2, da wisst ihr wenigstens, worum es geht. Die Füchse haben nicht den Feldweg angenommen, die sind auf die Straße gewechselt in den Raps. Was der ganzen Sache keinen negativen Geschmack verleihen soll, denn da kann ich mich genauso ansetzen. Das einzige Problem, was ich habe, ich liege halt hier direkt am Straßenrand. Also ich liege 1 Meter neben der Straße oder 1,5 Meter und wenn da ein Bus oder irgendwas an dir vorbeiknallt, das ist schon nicht ohne. Deswegen geile Bilder bedeuten hier ganz schön Einsatz, muss ich echt sagen. Das ist auch nicht was für jedermann und macht das bitte wirklich nur, wenn ihr euch sicher seid. Nicht, weil ich das jetzt mache, sondern wenn ihr wirklich wisst, was ihr macht. Wenn ihr mit der ganzen Sache konform geht, dann macht das. Aber ich möchte niemanden dazu verleiten, das so zu machen, wie ich das jetzt mache. Wie gesagt, die Jungfüchse haben die Straße jetzt angenommen und heute habe ich richtig geilen Westwind. Bedeutet, ich kann gegen den Sonnenuntergang fotografieren. Da könnte ich wirklich mein Bild bekommen. Es fliegen auch überall so kleine Fliegen in der Luft, was dann immer wirkt wie so kleine Sterne, wenn da das Gegenlicht kommt. Und das ist richtig geil. Die Sonne blendet immer noch, die knallt regelrecht. Deswegen, ich fahre jetzt zu meinem Parkplatz. Der ist ein paar Meter weg, so 200 Meter weg von der Stelle, wo ich mich ansetze oder 150 Meter. Ziehe mich dann um, weil jetzt bin ich noch auf dem Roller und hier ist noch mein Helm im Fahrdresscode. Und ziehe mich dann um. Heute habe ich meinen Tarnanzug an, den ich auch bei den Füchsen und den Kaninchen an hatte, weil ich liege halt wieder im Raps. Das bedeutet, heute habe ich eine Parkbucht bei mir. Ich muss heute den anderen Weg gehen. Ich muss mich erstmal anschleichen. Ich hoffe, die Füchse sind jetzt nicht draußen, weil das meistens so, dass die Füchse dann reingehen und ich muss mich halt dort irgendwo auch anlegen. Ich probiere einfach mal mein Glück und wir werden sehen, ob es funktioniert. Also ich bin mir 100% sicher, dass ich die Füchse sehen werde, aber ob ich dann die Fotos kriege, die ich will. Das weiß ich noch nicht. Ich hoffe ganz, ganz doll, dass sie bei geilem Licht rauskommen und ich euch richtig geile Szenen und geile Bilder liefern kann. Aber dafür muss ich jetzt erstmal los und ab geht's. Und schon stehe ich am Parkplatz. Ich sehe die kleinen Füchse nicht, was gut ist, denn da sehen sie mich auch nicht. Ja, also ich laufe jetzt hier noch ein ganzes Stück hin und habe jetzt Tarn-T-Shirt an und versuche jetzt hier den Raps. Ich werde dann meinen Rucksack, den ich hier habe, den kann ich ja nicht am Roller liegen lassen. Den schmeiße ich dann einfach hier in den Raps rein und verstecke den, weil der Raps ist so dunkel, wenn sich da der Rucksack drinnen verbirgt, den sieht kein Mensch. Und ich nehme halt nur mit meinen 500er, der R3, mit dem Ghost Hood Camo, einen Speicherkarten, weil die gehen echt schnell voll bei den kleinen Füchsen, einen Akku noch, meiner in der Karte, Kamera ist voll, das Novoflex Mini mit den kurzen Beinen. Ich lege mich wieder nur auf den Dreck. Ich lege mich nicht auf eine Isomatte, die ist viel zu laut, um die jetzt auszulegen. Und mein Hut, meinen tollen Hut. Ich nehme den Anzug mal mit. Ich habe überlegt, vielleicht nehme ich ihn doch nicht. Vielleicht nehme ich ihn doch nicht mit. Also zieh ihn an. Ich nehme erstmal nur mit, aber vielleicht lasse ich ihn einfach neben mir liegen. Wenn ich den jetzt noch finde, nehme ich den Konverter noch mit. Ja, jetzt filme ich mich mal wieder. Genau. Wie gesagt, ihr werdet jetzt erstmal das nächste, was ihr von mir hört, wird alles vertont. Nachträglich. In dem Sinne wird sich jetzt eventuell die Stimme verändern. Dann ist das aber so. Sorry dafür. Jetzt geht's los.
Abend. Perfekt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe ich dann einen Platz gefunden. Getarnt habe ich mich ins Rapsfeld gesetzt. Doch nach einiger Zeit musste ich feststellen, dass ich keine Möglichkeit habe, von dort Bilder zu machen. Also bin ich in den gegenüberliegenden Straßengraben gewechselt. Das Licht war bombenmäßig. Die kleinen Fliegen sind in der Sonne umhergeschwirrt und dadurch konnte man ganz tolle Effekte erzielen, wenn ein Fuchs gekommen wäre. Nach einiger Zeit des Wartens kam die Fee und ein Jungtier sind doch leider von mir weggelaufen. Aber ich konnte trotz alledem eine Videosequenz machen und das war richtig, richtig schön. Du willst auch wunderschöne Tierfotos machen, solche, dann schau mal unter dem Video. Da findest du den Link zu meinem E-Book, das 1x1 der Wildlife-Fotografie. Daran erfährst du alles, was du wissen musst, um solche genialen Fotos zu machen. Du musst nicht gleich kaufen, du klickst einfach da drauf, da kommst du auf die Verkaufsseite, auf die Seite des E-Books und da siehst du, worum es geht. Da kannst du nochmal genau schauen, hey, ist das was für mich, ist das nichts? Aber ich garantiere dir, wenn du in das E-Book investierst, investierst du gleichzeitig in dich selbst. Du sparst Zeit, die du wiederum für die Fotografie investieren kannst, die du in deine Familie investieren kannst. Du sparst dir Geld, weil du kaufst nicht irgendwelchen unnötigen Scheiß im Internet oder irgendwelche Ausrüstung, die du gar nicht brauchst, weil in dem E-Book sage ich dir, was du brauchst und wie du vorgehen musst. Und du kommst richtig schnell, garantiere ich dir, zu deinem persönlichen Lieblingsbild. Also, klick gerne unten und weiter geht's. Tja, wie ihr seht, das war halt leider nichts. Die haben sich leider nicht gezeigt. Also sie haben sich schon gezeigt, aber leider Gottes haben sie nicht so das gemacht, was ich gerne wollte. Weil ich wollte schon gerne, dass die vor mir spielen. Klar, ich habe eine Videosequenz und ich habe auch ein paar coole Bilder gemacht, wie der kleine Welpe im Licht steht. Aber wenn ich mich schon in das Heu einschanze, oder Verschanze am Straßengraben und in 3 Stunden nur ein Auto anhält und das erst nachdem das Licht weg war, also zum Schluss. Da habe ich dann Handzeichen gegeben, hier wie beim Tauchen. Alles okay. Und da ist dann weitergefahren. Es sind sogar 3 Fahrradfahrer an mir vorbeigefahren. Die sind wirklich an mir vorbeigefahren und haben gesagt, Mensch, was steht denn hier? Der Roller alleine rum, das ist ja komisch, hast du jemanden gesehen? Und das sind dann solche Sachen, wo ich mir denke, geil, ich bin gut getarnt. Aber wenn dann die Füchse nicht rausgucken, jetzt zum Schluss, hat noch so ein kurzer vor mir rausgeguckt, aber das war halt kein Bild wert. Und ich habe sie dann auch rechts neben mir, habe die Fee gehört und habe die Welpen gehört, die hat wahrscheinlich gerade Fressen mitgebracht. Und da habe ich gehört, wie sie gebettelt haben und gequietscht und das ist dann... Ich bin jetzt auch gegangen. Ich war gerade auf 6, ISO 6400 bei 1:300, glaube ich. Bringt jetzt auch nichts mehr. Ich hätte es wirklich gerne bei richtig geilem Licht gehabt. Ja, so ist es halt, ne? Das gehört auch zur Wildtierfotografie dazu. Man geht mal raus und kriegt ein geiles Bild und man geht mal raus und es gibt nichts. Ob ich noch ein Video mache, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall freue ich mich, es kann sein, vielleicht kommt noch ein Video, aber falls nicht, freue ich mich, dass ihr dabei wart. Ich habe schon richtig geile Bilder von den Kleinen machen können. Musik
geil, das war wirklich cool, das war so, wie ich das wollte. Die haben gespielt und die haben getollt und das war auch richtig schön. Das war genau das, was ich will. Ja, und jetzt ist immer noch keiner draußen, von daher, es hat genau richtig geklappt. Es war gut, dass ich gegangen bin, es bringt auch nichts zu warten und dann kommst du und du hast kein Licht mehr und musst dir dann aufscheuchen, weil du kurz darauf gehst, deswegen bin ich vorher gegangen. Genau, also, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt doch unten gerne die Glocke. Das gefällt YouTube super gern. Das gefällt YouTube super gut. Das kostet dich nichts. Das kostet dich vielleicht eine Sekunde, wenn überhaupt. Und mir hilft es aber, weil es mich höher rankt. Und wenn dir das Video sehr, sehr gut gefallen hat, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar. Auch das gefällt YouTube super gut. Und mir zeigt das, dass du dir Gedanken gemacht hast während des Videoschauens. Schreib mir gerne Feedback, egal ob positiv oder negativ, wenn dir irgendwas aufgefallen ist. Sag's mir. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video und ich freue mich riesig auf dich, auf euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.